Schönen guten Abend alle zusammen. Mein Name ist Mauro Heller und zuallererst können Sie mich alle gut verstehen. Ist ganz wichtig. Okay, perfekt, wunderbar. Also, ich hoffe, Sie freuen sich alle so wie ich. Ich freue mich schon seit circa einer Woche darauf, kann es kaum erwarten, auf das Webinar von Martin Görsch, COD-Daten professionell nutzen. Und dann bin ich sehr gespannt, was du uns heute sagen kannst zu den Commitment of Traders-Daten, Martin. Ja, da bin ich auch gespannt. Ich übergebe dir mal die Steuerung und ja, gucken wir mal. Ganz hervorragend. Viel So, Spaß alle Moment. miteinander. So, da sollte ich zu sehen sein. Mauro, vielleicht noch mal ganz kurz Rückmeldung, mein Bildschirm zu sehen. Bild ist gut, Ton ist super, alles Okay, perfekt. dann übernehme ich jetzt komplett. Vielen Dank dir. Klasse. Also, vielen Dank natürlich nicht nur an den Mauro, auch an CapTrader allgemein aufs Neue, ja, dass ich die Möglichkeit habe, hier ein paar Worte zu meinem Handelsansatz zu verlieren. Freut mich sehr. Was mich noch viel mehr freut, ist die rege Teilnahme, das große Interesse, was anscheinend inzwischen an COT-Daten vorhanden ist. Das war vor ein paar Jahren noch gar nicht so. Ja, also ich kann mich daran erinnern, vor 7, 8 Jahren, als ich die Daten auch schon so locker 6, 7, 8 Jahre genutzt habe, da kannte das in Deutschland so gut wie niemand. Keiner hat es verwendet. Da war ich irgendwie immer so ein Exot und die meisten haben auch gar nicht so wirklich verstanden, warum das jetzt wichtig sein soll. Rohstoffe handeln war sowieso verpönt. Und da hat sich, glaube ich, eine ganze Menge geändert in den letzten Jahren. Und das ist natürlich insbesondere für mich, weil mir COT-Daten extrem am Herz liegen, eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Freue ich mich sehr drüber. Ja. Ja, von daher legen wir hier heute auch gleich los. Ich habe viel, 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 was ich gerne erzählen möchte. Wahrscheinlich wieder viel zu viel als das, was in der knappen Zeit hier unterkriegen. Ist natürlich immer, man möchte aus den 15, 16 Jahren Erfahrung mit den Daten, die man hat, echt das Maximum hier transportieren. Jetzt haben wir das zweite Mal eine Stunde Zeit, haben uns beim letzten Mal so ein bisschen eine Einführung angeschaut und um erstmal auf dem gleichen Stand zu sein, ja, was COT-Daten überhaupt sind. Und heute gehen wir hier so ein bisschen ans Eingemachte. Also, Ralf, ja klar, Thematik Timing, spreche ich auf jeden Fall an heute. Ja, ja, erstmal wie immer, kleiner Risikohinweis. Ja, Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden, vor allem natürlich der Futures-Handel, über den wir uns ja hier auch heute unterhalten. Von daher tradet bitte nur mit Kapital, was ihr euch auch leisten könnt zu verlieren. Das heißt, im Worst Case, wenn das Geld weg sein sollte, sollte euch das nicht in eurer Lebensführung beeinträchtigen. Ganz wichtig, auch nochmal hier erwähnt, Performanceangaben der Vergangenheit sind keine Garantie auf zukünftige Gewinne. Und da heute einige Trader mit dabei sind, die vielleicht in der letzten Woche nicht da waren, werde ich nachher noch mal kurz die Strategie-Performance auch reinziehen in den Bildschirm. Und von daher ist auch hier der letzte Satz auf der Folie besonders wichtig. Ja, das kann sich alles ändern. Die letzten Jahre funktioniert super gut, aber you never know. Vielleicht ist ab morgen der ganze Markt komplett anders. Auch wichtig, weil wir einige Analysen machen werden heute und auch schauen, welche Märkte hier reif sind für eine größere Bewegung vielleicht. Das, was wir hier machen, dient rein den Lehr- und Lernzwecken. Ich präsentiere meine eigene persönliche Meinung, die natürlich wie die Meinung von jedem anderen auch mit vielen, vielen Fehlern behaftet sein kann. Von daher sind alle Analysen, die ich hier mache und auch Level, die ich vielleicht nenne, bitte nicht als Kauf- oder Verkaufempfehlung zu verstehen. Das Ganze hier ist auch keine Anlageberatung, ja, sondern das dient hier rein der Anschauung und ich möchte einfach transportieren, wie ich die Märkte für mich persönlich trade. Solltet ihr Trades umsetzen hier, dann ist ganz wichtig, dass ihr das definitiv auf eigenes Risiko macht. Und klar, ich bin aktiver Trader und von daher werde ich wohl in einigen Märkten, die wir uns heute hier anschauen, schon Positionen haben. In anderen wiederum plane ich dann wahrscheinlich den Einstieg. Also auch das bitte beachten.
Ja, CFTC-Richtlinie 4.41, das ist eigentlich heute nicht wichtig, weil wir hier keine Backtest-Performance uns anschauen. Das ist aber, glaube ich, insgesamt wichtig zu verstehen, dass Strategien, die im Backtest erstellt werden, eventuell im Live-Handel anders performen, als man sich das so in der kleinen, heilen Backtest-Welt vorgestellt hat. Ja, das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Okay. Ja, zwei, drei Worte vielleicht noch ganz schnell zu mir für diejenigen, die mich vielleicht nicht kennen sollten. Ich bin Trader und Portfolio Manager. Das ist im Prinzip alles, was ich mache. Das, was ich zusätzlich noch mache, das ist das, wo ihr jetzt gerade zuhört. Das heißt, ich schule ein bisschen das, was ich kann. Das mache ich in Form von Coachings und von Seminaren. Das ist immer ein bisschen themenabhängig. COT-Daten ist etwas, was sich sehr, sehr gut in Seminaren schulen lässt, weil da eben dann auch Strategien bei sind mit einem ganz klaren, ganz deutlichen Regelwerk. Da gehen wir nachher auch noch mal kurz drauf ein. Das ist dann bei mir die sogenannte Masterclass. Da werde ich nachher noch kurz zwei, drei Worte zu verlieren. Aber im Groben ist das das, was ich mache. Ja, ich handle und ich schule das, was ich handle. Und hin und wieder schreibe ich auch mal drüber fürs Traders oder für Inside Futures oder OnVista oder so. Ja, das ist also das, was mich hier quasi dazu befugt, meine Stimme an euch zu erheben. Okay, was werden wir uns heute anschauen? Wir werden heute eine kleine Erweiterung zum letzten Mal reinnehmen, nämlich diesen Punkt Saisonalitäten. Da will ich auch gar nicht viel drüber verlieren. Gibt es wirklich nur eine super kurze Einführung und ich zeige nachher lieber, wie ich das im Handel und für die Setups mitverwende. Da habt ihr, glaube ich, mehr von. Das ist dann also der zweite Punkt, ja, zu schauen, wie ich denn diese COT-Daten und die Saisonalitäten für meine Setups kombiniere. Dann haben wir den Punkt Nummer drei, das ist der Bereich Masterclass, da gehe ich dann nachher nochmal ganz kurz drauf ein. Und dann schalten wir natürlich auch nochmal auf die Charts. Ja, und der Ralf schreibt hier schon, Sugar, Canadian Dollar, Cotton Corn sind alle interessant. Das ist richtig. Zum Teil sehe ich das genauso. Da werden wir auch über den einen oder anderen Markt, genau, ja, könnten. Das ist wieder der Punkt Timing. Ja, da werden wir nachher auch auf den einen oder anderen von denen nochmal einen Blick werfen, Ralf. Ja, also gerne, wenn ich es nachher vergessen sollte, irgendwas einfach nochmal in den Chat hauen. Ich habe das Fragenfeld hier offen und alles das, was euch interessiert, bitte gerne da rein. Nach Möglichkeit werde ich die Fragen auch beantworten. Also fangen wir an mit dem ersten Punkt. Was sind Saisonalitäten? Am einfachsten lassen sich Saisonalitäten verstehen, indem man einfach auf so einen Temperaturzyklus, Temperaturverlauf schaut. Da gibt es nicht so viele grafische Beispiele, deswegen habe ich jetzt hier einfach mal blind rausgepickt, irgendeinen Temperaturverlauf. Das ist jetzt der von Montana vom Jahr 2000 bis 2012. Ist am Ende auch völlig egal. Das, worum es geht, ist, ich hole mal kurz mein Zeichentool hier noch rein und dann können wir hier auch richtig loslegen. So, das, worum es hier geht, sind im Prinzip diese Extreme. Ja, dass es in den Sommermonaten immer warm ist, ja, auch auf einem recht ähnlichen Niveau. Wir haben durchaus mal kurze Ausreißer nach oben, wir haben auch mal kleine Ausreißer nach unten, ja, aber im Mittel haben wir irgendwo hier oben so den Durchschnittswert für wirklich warme Tage im Sommer. Und genauso haben wir hier unten auf der Unterseite einen Durchschnittswert für wirklich kalte Tage im Winter. Und auch da gibt es eben mal Ausreißer. Na, wir haben jetzt hier einen ziemlich extremen Ausreißer nach unten. Da haben wir einen sehr kalten Winter gehabt in Montana. Wir haben hier einen Ausreißer nach oben. Da haben wir einen sehr heißen Sommer gehabt. Aber meistens geht das so in die gleiche Region. Ja, und was auch ganz klar ist, die Übergänge. Ja, vom Winter zum Sommer steigen die Temperaturen, vom Sommer zum Winter fallen die Temperaturen. Und das ist jedes Jahr wieder das Gleiche.
Ja, das sind immer wiederkehrende Muster und da seht ihr schon, auch die verlaufen mal anders, ja, wie hier, ne, oder hier, wo wir dann so ein, wie so ein Doppeltief hier drin haben. Ja, also auch da gibt es Abweichungen, aber so die ungefähre Richtung, die ist klar, ne? Und genauso funktioniert das Ganze am Ende bei den Saisonalitäten. Und wenn wir uns jetzt diese 12 Jahre hier anschauen und nehmen aus diesen 12 Jahren im Prinzip einen Durchschnitt, dann sieht das Ganze so aus, ja. Das sind jetzt die Saisonalitäten über 12 Jahre. Das heißt, 12 Jahre Temperaturverläufe übereinander gelegt. Und aus diesen übereinander gelegten Daten können wir hier einen Durchschnitt errechnen. Ja, und dann wissen wir, wie warm oder wie kalt es durchschnittlich am ersten Tag des Jahres ist, am 200. Tag des Jahres, am 300. Tag des Jahres und so weiter. Ja, und damit kriegt man ein ganz gutes Gefühl, hey, okay, hier in dem Bereich, ja, keine Ahnung, 170 bis 225, da sollte ich vielleicht lieber kurze Hosen anziehen. Und hier so ab Tag 325, vielleicht so bis Tag 50 des Jahres, na, ist vielleicht eine dicke Jacke geraten. Ja, und genau so funktioniert das Ganze mit den Saisonalitäten, die wir uns bei den Futures anschauen. Nur, dass wir uns da eben keine Temperaturverläufe anschauen, sondern wir schauen uns Kursverläufe an. Und wenn ich mir jetzt Saisonalitäten im Mais, ja, über 10 Jahre anschaue, dann passiert da im Prinzip nichts anderes. Diese Kurve, die wir da angezeigt bekommen, ist dann die, hier die rote Linie. Und im Prinzip ist es nichts anderes als diese 10 Jahre Kursverlauf vom Mais einfach übereinander gelegt und dann die Durchschnittswerte berechnet und die werden abgetragen an der Jahresdarstellung. Ja, und daraus ergibt sich eine saisonale Kurve. Und jetzt ist schon ganz klar, wenn ihr euch also Saisonalitäten über 3 Jahre anschaut, dann habt ihr nur 3 Jahre, aus denen ein Durchschnitt errechnet wird. Wenn ihr euch Saisonalitäten über 15 Jahre anschaut, dann habt ihr 15 Jahre lang die Kurse übereinander gelegt und daraus den Durchschnitt errechnet. Und das ist wahrscheinlich dann die etwas genauere Variante. Ja, weil je geringer die Probenzahl ist oder je geringer die Anzahl der Jahre ist, die ihr betrachtet, umso eher machen sich irgendwelche Ausreißer, ja, wie wir sie hier zum Beispiel haben, ja, machen sich irgendwelche Ausreißer oder nach oben oder nach unten bemerkbar. Wenn wir jetzt nur sehr wenig Jahre betrachten, vielleicht nur 2 oder 3, ja, dann wird diese Kurve hier entsprechend verzerrt werden nach oben und nach unten. Und das wollen wir ja nicht. Ja, wir wollen eine möglichst saubere Aussage. Das heißt, gerade wenn man sich Saisonalitäten anschaut, sollte man zusehen, dass man auch ausreichend Jahre da drin hat. Ich sage mal, unter 5 Jahre sich Saisonalitäten anzuschauen, macht überhaupt keinen Sinn. Ich bewege mich meistens so im Bereich 10 Jahre. Wenn ich was ganz langfristig mir anschauen will, dann sind es vielleicht mal 15 Jahre. Ja, aber meistens bewege ich mich im Bereich 10 Jahre. So, und jetzt haben wir halt nicht nur diese Wetter- oder Temperatursaisonalitäten, sondern wir haben auch andere Einflussfaktoren, die einen saisonalen Kursverlauf eines Futures bestimmen. Ja, und das sind zum Beispiel insbesondere bei Agrarrohstoffen Anbau- und Erntezyklen. Ja, das ist zum Beispiel der Termin für die Steuererklärung, für die Einkommensteuererklärung in den USA. Das sind wiederkehrende Veränderungen von Angebot und Nachfrage. Ja, zum Beispiel typische Märkte dafür Heizöl. Ja, im Sommer braucht kaum einer Heizöl, im Winter brauchen es alle. Benzin, ja, ganz typisches Phänomen. Die Benzinpreise steigen, wenn in den USA die Feriensaison beginnt, weil dann einfach alle mit dem Auto irgendwie unterwegs sind. Ja, dann steigt die Nachfrage. Und mit der steigenden Nachfrage steigen die Preise. Na, also da gibt es eben verschiedenste Dinge, die dafür verantwortlich sind, dass wir Saisonalitäten an den Märkten finden. Das sind aber nicht bei allen Handelsmärkten immer die gleichen Gründe. Ja. Aber im Prinzip sind diese Saisonalitäten nichts anderes als wiederkehrende Preis- oder Kursverläufe, die meist eben einen fundamentalen Entstehungsgrund haben. Ja. Das soll auch schon alles gewesen sein, wie sich Saisonalitäten ergeben, ja, oder woraus die quasi zusammengesetzt sind.
Wir wollen uns heute viel mehr auf den praktischen Bereich konzentrieren, wollen uns also angucken, wie man dann jetzt am Ende mit diesen Dingen, die wir uns das letzte Mal angeschaut haben, also insbesondere hier die COT-Daten in der stochastischen Darstellung, ja, also quasi diesen COT-Index und die Saisonalitäten. Ja, das wollen wir uns jetzt in Kombination anschauen und gucken, wie wir damit arbeiten können. Ich habe das jetzt hier versucht, so zusammenzustellen, dass das Ganze so einfach und simpel wie möglich ist. Es ist halt einfach nicht möglich, einen kompletten Handelsansatz innerhalb einer Stunde zu erklären. Ja, deswegen ist auch die Präsenzphase von meinem Ausbildungsprogramm im COT-Bereich eben 3 Tage, weil ich diese 3 Tage tatsächlich brauche, um den gesamten Handelsansatz einmal von A bis Z zu transportieren. Ich habe jetzt hier Teile rausgenommen, wichtige Teile, und präsentiere diese, weil man mit diesen einzelnen Bauteilen schon sehr, sehr gut arbeiten kann. Ja. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an, wie das Ganze aussieht und starten hier mit dem zweiten Teil. Da ist erstmal ganz wichtig für Saisonalitäten. Ich mache sehr selten reine saisonale Trades. Ja. Also reine saisonale Trades. Da muss ich schon wirklich ein Setup haben, wo ich eine Trefferquote von über 80% generieren kann, dass ich rein auf Saisonalitäten eine Transaktion aufbaue. Das passiert äußerst selten. Meistens ist das Ganze eine Kombination. Und bei mir sind auch eher die COT-Daten, insbesondere die Daten der Commercials, sind eher die Treiber für die Setups. Und die Saisonalitäten nehme ich häufig noch als Bestätigung dazu. Ja, wenn ich also aus welchen Gründen auch immer jetzt eine Trade-Frequenz vielleicht reduzieren möchte, oder vielleicht schon zu viele offene Trades habe, als dass ich unbedingt noch 3 oder 4 dazu nehmen will, dann schaue ich halt, dass ich Positionen eröffne bei Setups, die besonders aussichtsreich sind. Ja, und besonders aussichtsreich sind die meistens, wenn wir ein klares COT-Setup haben, in Kombination mit deutlichen Saisonalitäten, die in unsere Trade-Richtung zeigen. Ja, dann ist das Ganze ideal. Das heißt, Trades werden nur dann geplant, wenn die Saisonalitäten für die kommenden Wochen in Richtung des geplanten Trades zeigen. Ja. Ja, der Ralf weiß schon, dass der Martin immer überzieht. Ja, es gibt eine Aufzeichnung. Ja, ich gehe davon aus, dass sie wieder bei CapTrader im Kundenbereich hochgeladen wird. Ansonsten kann das durchaus auch sein, dass die auf YouTube hochgestellt wird. Ja, aber alle, die heute hier als Teilnehmer dabei sind, die kriegen definitiv eine Aufzeichnung. So, Einstiege werden dann quasi nach Trendwechselkriterien gesucht. Also das heißt, wir brauchen erstmal einen Markt, der, ich sage immer, heiß ist, der also bereit ist, vielleicht einen größeren Move zu machen. Dann brauchen wir Saisonalitäten, die in die gleiche Richtung zeigen. Und dann geht es eben ums Timing. Ja, dann müssen wir also schauen, wie wir in so eine Position reinkommen. Und da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Ja, da kann im Prinzip jeder mit dem Handelsansatz, in dem er sich schon gut auskennt, ohne Probleme arbeiten. Und ich weiß, dass die meisten mit einem relativ schlichten markttechnischen Ansatz handeln. Da ist auch überhaupt nichts gegen zu sagen. Ja, ich mache das selber auch sehr gerne, insbesondere so im Bereich Aktien. Wobei ich da die letzten Wochen ein bisschen Schwierigkeiten hatte im kurzfristigen Bereich bei den Aktien, also mit den kurzfristigeren Swing Trades. Da bin ich aufgrund der größeren Volatilität, die wir dann hatten, doch in einigen Positionen ungünstig ausgestoppt worden. Aber das gehört halt mit dazu. Da gibt es eben auch Zeiten, da ist es für die Markttechnik einfacher und es gibt Zeiten, da ist es für die Markttechnik schwieriger. Und insbesondere dann, wenn wir eine hohe Volatilität haben, die über mehrere Tage anhält. Wir also ein paar Tage stark steigende Kurse haben, dann wieder ein paar Tage stark fallende Kurse und so weiter. Dann tut man sich mit der reinen Markttechnik manchmal ein bisschen schwer. Ja, aber auch als Einstiegssetup für Rohstofftrades ist das durchaus gut geeignet. Ja, und ich kann es auch im Prinzip jedem nur empfehlen, der sich im Index- oder Aktienbereich besonders stark engagiert.
sich irgendwas noch dazu zu holen, womit er im Prinzip seine Aktienperformance ein bisschen diversifizieren kann, sage ich mal. Ja. Und da bieten sich natürlich Rohstoffe an und da bieten sich Währungen an. Beides kann man mit Commitment of Traders Daten sehr, sehr gut handeln. Ja, und das ist meiner Meinung nach, es ist der ideale Ergänzungsansatz zu einem index- und aktienbasierten Trading. Ja. Weil man sich einfach loslöst von den Twitter-Feeds von Trump, weil man sich loslöst von diesen ganzen politischen Problemen, die über die letzten Wochen geherrscht haben, weil man sich mit den meisten Rohstoffen auch loslöst von irgendwelchen Kriegsgeschehen, die wir auf der Welt haben. Die laufen eben ziemlich autark. Ja, und sind mit dem Aktienmarkt wenig bis gar nicht korreliert. Und das ist immer ideal. Ja, wenn man einen zweiten unabhängigen Handelsansatz hat, den man für sowas verwenden kann. Ja, also als Einstieg, wie gesagt, eignet sich eine ganz simple, ganz einfache Markttechnik. Das kann ein ganz einfacher Dow-Theorie-Ansatz sein, na, dass wir also auf dem Wochenchart schauen, welche Märkte sind interessant für einen Trendwechsel, gehen dann auf den Tageschart und warten tatsächlich, bis wir auf dem Tageschart einen Trendwechsel haben und dann fangen wir an, unsere Positionen aufzubauen in Richtung unseres CoT-Signals. Das kann sein, dass man mit gleitenden Durchschnitten arbeitet, ja, auch das funktioniert, dass man sich also Kreuzungen von kürzer und länger laufenden gleitenden Durchschnitten anschaut. Oder Kreuzungen vom Preis und einem bestimmten gleitenden Durchschnitt, vielleicht ein 20er oder ich arbeite im Rohstoffbereich auch gerne mal mit einem 14er. Das kann sein, dass man mit Trendindikatoren arbeitet. Ja, also im Prinzip das, was ihr in eurem, ich nenne es mal, täglichen Handelsgeschäft, in eurem normalen Handelsansatz schon, ja, vielleicht nicht perfektioniert, aber doch schon gut trainiert habt, das könnt ihr durchaus verwenden, um ein Timing für diese Commodity und Currency Trades zu kriegen. Ja. Ich will jetzt erstmal hier nochmal so ein bisschen auf dieses, auf die grobe Oberfläche eingehen. Ich sehe, hier sind ein paar Fragen schon wieder reingekommen. Ich schaue das einmal ganz kurz durch. Genau, ja, Ralf, genau so sieht das aus. Im Prinzip macht eine Ausbildung absolut Sinn als Abkürzung des Lernprozesses, ja, oder als Abkürzung auf dem langen Weg des Lernens, sage ich mal, weil ihr einfach viele Dinge, die ihr euch sonst mühsam über Monate mit viel Schweiß und leider eben auch viel Kapitaleinsatz typischerweise irgendwie selbst aneignen müsst, die kriegt ihr dann einfach schon mal vorgegeben. Ja, aber da ist es auch wie immer, das ist Glauben und Prüfen ist da die Devise. Ja, also egal, ob das bei mir ist oder bei irgendwem anders, wo ihr irgendeinen Handelsansatz lernt, das ist immer schön, das zu glauben und zu akzeptieren, was da gesagt wird. Aber ich würde euch immer empfehlen, das selbst zu prüfen, bevor ihr das anwendet. Und das ist eben gerade im Bereich CoT-Daten, wenn wir uns mit der Masterclass beschäftigen, aufgrund dieses extrem engen, festen Regelwerks ist das sehr, sehr einfach machbar. Ja, tatsächlich aktiv zu prüfen, ist der Handelsansatz profitabel? Ja, macht das Ganze Sinn? Möchte ich das umsetzen? Ja oder nein? Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Market Volume, Profile, Sentiment, kann man alles verwenden. Ja, wenn man möchte, kann man das verwenden. Ich verwende das nicht. Ja, also Volume Profile und Market Profile, ist was, was ich mir gerne mal für kurzfristige Daytrades anschaue, aber für den Swing Trading Bereich verwende ich das überhaupt nicht. Gar nicht. Ich weiß, dass es Anbieter oder Trader gibt, die genau das machen und das auch als heiligen Gral kommunizieren. Ja, erschließt sich mir nicht so ganz, wie das funktioniert und ich brauche es auch nicht. Ja, also ich bin mit meinem Handelsansatz profitabel und ich lebe da so ein bisschen nach der Devise Never Change a Running System und deswegen ist dieser ganze Hype Volume Profile, Market Profile, der ist an mir vorbeigegangen. Ja. Wie belastbar CoT im Allgemeinen? Ich finde schon sehr belastbar. Ja, das hängt ein bisschen davon ab, was man sich für Märkte anschaut.
Prinzipiell könnt ihr euch mal merken, der ganze Bereich Commitments of Traders funktioniert am besten bei den klassischen Rohstoffen. Ja, also alles, was Agrarsektor ist, alles, was Metals ist, Energies, klassische Rohstoffe. Ja, weil das eben die Werte sind, in denen wirklich noch ganz klassisch gehedged wird, wo also die Producer und die Verbraucher eben ihren tatsächlichen physischen Bedarf oder ihr tatsächliches physisches Angebot einfach hedgen. Ja, da funktioniert das am besten. Inzwischen funktioniert es sehr, sehr gut auch im Währungsbereich. Ich glaube aus dem gleichen Grund. Ja, weil es inzwischen sehr viele Großkonzerne gibt, die international agieren, die also in ein oder zwei Ländern ihre Hauptproduktionsstätten haben, da auch ihre Hauptkosten verursachen und dann aber in die ganze Welt verkaufen. Ja, und jetzt ist es halt so, wenn man als US-Produzent nach Brasilien verkauft, dann wird man halt meistens nicht in US-Dollar bezahlt, sondern in brasilianischen Real. Und da muss man diese Währungsdifferenzen, diese Wechselkurse auch ein Stück weit hedgen. Ja, da muss man also sehen, wenn das Währungspaar gerade günstig steht für den Produktionsprozess, also die Produktionskosten reduziert und den Income, wenn man bezahlt wird, maximiert, dann fangen eben auch diese Großkonzerne an, sich gegen mögliche Verschlechterungen des Wechselkurses eben zu hedgen. Ja, das machen sie am Futures-Markt, das machen sie am Optionsmarkt. Da wird sicherlich auch viel im FX-Bereich gemacht. Und da ist es auch tatsächlich so, dass die Umsätze an den Forex-Märkten selber deutlich größer sind als im Future- und Optionsbereich. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich das von der Ausrichtung her nicht groß unterscheidet. Ja, die Informationen, die wir da bekommen, die dürften global über alle Märkte, die da bespielt werden, Bestand haben. Ja, und wir kriegen eben die Informationen aus dem Futures- und Optionsmarkt. Und ich kann es halt einfach nur sagen, aufgrund meiner Strategien, die ich handle, dass definitiv funktioniert. Ja, wobei ich dazu sagen muss, Währungen sind hier Produkte, die ich dann auf dem Tagesschart handle, und so gut wie nie auf dem Wochenchart. Ja. Das so als kleine Information noch on top. Ja. Aber für mich funktionieren COT-Daten am besten im Bereich Rohstoffe und Währung und da ist es für mich auch absolut belastbar. Ja, problematisch wird es im Bereich Anleihen und noch problematischer wird es bei den Indizes. Ja, da würde ich eher die Finger von lassen. Also ich würde keinen S&P oder einen Nasdaq traden nach COT-Daten. Das ist nicht ideal. Ja, da braucht man dann wirklich schon außergewöhnliche Sondersituationen. Okay, so, was will ich hier zeigen? Was haben wir hier? Wir haben hier den Verlauf des Maispreises so seit Ende 2012. Das sind also so die letzten 7 Jahre, die wir hier sehen. Und ganz wichtig, das ist ein Back-Adjusted Chart. Ja, das ist kein Continuous Chart, das ist ein Back-Adjusted Chart. Deswegen läuft der immer weiter nach unten. Der Continuous Contract, der läuft deutlich mehr in einer Range, der läuft deutlich mehr seitwärts. Das hängt also damit zusammen, dass hier in diesem Verlauf, den ihr jetzt seht, die Rollgaps rausgerechnet worden sind. Und immer um dieses Gap eben der Kurs der Vormonate versetzt worden ist. Ja, und das ist eben beim Corn überwiegend dann versetzt Richtung nach oben. Deswegen macht es hier den Anschein, dass der Preis immer weiter fällt. Ja, das sind aber eben nicht die tatsächlich gehandelten Preise, die wir da in der Vergangenheit sehen. Aber die Bewegungsamplitude, das ist die Amplitude, die wir sehen würden, wenn wir einen durchgehenden Kontrakt hätten. Ja, wir haben aber keinen durchgehenden Kontrakt, sondern wir haben eben immer diesen Kontraktwechsel da drin. Wer Futures schon mal getradet hat, der kennt das. Ja, wenn man die dann ein bisschen länger halten will, dann muss man die teilweise rollen von einer Fälligkeit in die nächste. Und wenn man eben rollt von einer Fälligkeit in die nächste, dann hat man in der Position, die man neu eröffnet, immer einen anderen Preis als bei der, die man direkt vorher geschlossen hat. Ja, und das sind diese Kontraktwechselgaps. Und wenn man die hier im Mais rausrechnet, dann läuft der Preis also ganz klar von oben nach unten. So,
Dadurch, dass die Amplituden gleich sind, sind auch die Extrempunkte gleich. Das heißt, wenn wir an dieser Stelle hier ja, jetzt einen Extremwert haben, ein Maximum, dann liegt dieser Extremwert und dieses Maximum auch im Continuous Contract. Ja, liegt dann vielleicht ein bisschen tiefer, aber es ist trotzdem im Prinzip der gleiche Kursverlauf, der eben so dargestellt ist wie auch hier. Ja, das macht also von der Sache her, Hochs und Tiefs, macht das Ganze keinen Unterschied. Ja, Hochs sind Hochs und Tiefs sind Tiefs, egal in welcher Darstellung. So, und das, was ich jetzt hier eigentlich nur zeigen will, ist, dass wir in den klassischen Agrarrohstoffen über die Saisonalitäten hier tatsächlich extrem verlässliche Informationen bekommen. Wir sehen hier anhand der Seasonals, dass wir immer so in diesem Bereich hier, ich hole es mir gerade mal parallel in die Handelsplattform hier auf dem anderen Bildschirm. So. Ja, dass wir also hier immer im Bereich was haben wir hier so April, ja, dieses Hoch drin haben. Ich passe das hier gerade noch mal kurz an bei mir. Wir haben da 15 Jahre. So, dass wir auch vom Gleichen reden. Na, da sind wir so im Juni. Das ist hier wirklich ein bisschen irreführend, die Beschreibung. Das Datum, was hier steht, das gehört zu diesem Strich. Ja, das hier ist also der 22. Juli. Das hier ist der 24. Februar und so weiter. Ja, das ist ein bisschen blöd hier dargestellt. Deswegen habe ich mir jetzt gerade nochmal den Chart hier rüben reingeholt. Ja, das ist der Chart, den wir jetzt hier sehen. Na, dass ich einfach mal gucken kann, das ist hier immer der Übergang von Mai zu Juni, wo wir diese Hochs drin haben. Ja, also diese Markthochs haben wir typischerweise am Übergang vom Mai zum Juni. Und das sehen wir eben im Kursverlauf hier immer wieder. Das, was für uns also wichtig ist, ist, dass wir so ab Juni mit fallenden Preisen rechnen können im Mais. Ja, und was passiert hier ab Juni? Ja, fallen hier eben ganz, ganz häufig die Preise. So, und das kann ich jetzt in meinem Trading-Ansatz schon mal ganz klar berücksichtigen. Sollte ich jetzt Anfang Juni oder Mitte Juni im Mais aufgrund der COT-Positionierung ein Long-Setup bekommen, ja, werde ich das definitiv nicht traden. Bekomme ich allerdings ein Short-Setup, bin ich gerne bereit, das Ganze umzusetzen. Ja, und so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. So ungefähr wird das als Filter verwendet. Ja, und dann müsst ihr immer sehen, diesen langfristigen Trend, den wir im Markt haben, der ist tatsächlich markttreibend. Ja? Und idealerweise, wenn wir so einen ganz super langfristigen Abwärtstrend sehen, dann möchte ich idealerweise Short Setups handeln. Ja? Ich handle auch Long Setups. Da muss ich aber wissen, dass diese Longs dann meistens nur kleinere oder größere Korrekturen dieses großen übergeordneten Trends sind. Und da kann man dann ein bisschen anders verfahren, zum Beispiel mit Zielen und Stops und so. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist viel höher für den Erfolg bei Short Trades, wenn wir das da sehen. Ja. Der Norbert fragt, wo sieht er denn, dass das immer Anfang Juni ist? Also ich hole noch mal kurz die Handelsplattform hier rein. Ja, das ist ja im Prinzip das gleiche Bild. Ja, diese Kurve, die ihr hier seht, 15 Jahre Saisonalitäten, das ist genau diese Kurve hier, 15 Jahre Saisonalitäten. Und da kann man jetzt, wenn man das Ganze in der Plattform hat, sich immer anschauen, hier, okay, 13. Juni, hier 12. Juni, ja, 4. Juni, 10. Juni, 3.10. Das sind eben immer die Wochen hier, das ist ein Wochenchart. Und ich sehe das einfach bei mir an der Plattform. Ja, ich sehe also, dass im Bereich Anfang Juni wir saisonale Hochs im Markt haben und dass wir so Ende September, Anfang Oktober typischerweise saisonale Tiefs im Markt haben. Ja.
Aber jetzt haben wir ja gerade gesagt, die Abwärtsrichtung funktioniert bei einem Markt, der in einem langfristigen Abwärtstrend ist, meistens deutlich besser als die Aufwärtsrichtung. Ja, das sehen wir hier auch. Da, wo die Saisonalitäten aufwärts gerichtet sind, quälen wir uns hier so ein bisschen seitwärts. Ja. Da, wo die Saisonalitäten aufwärts gerichtet sind, quälen wir uns hier eher so seitwärts, haben hier mal eine kleine Phase mit steigenden Preisen, sonst sind wir eher seitwärts unterwegs. Ja. Hier auch wieder das Gleiche. Leicht steigend, aber eigentlich eher seitwärts. So richtig Musik ist hier in diesen Abwärtsbewegungen. Ja, das macht Spaß, wenn man da Positionen hat. So schnell kann man gar nicht gucken, wie einem da die Dollars um die Ohren fliegen. Ja. Und die Richtung ist dann doch eher mühsam meistens. Na, da gibt es dann hier auch mal so Squeezes, die hier drin sind, wie hier oder hier. Aber es ist dann immer schöner zu versuchen, oben an den Squeezes, wenn sie denn dann vielleicht irgendwann vorbei sind, die Wechsel zu erwischen. Ja. Und das gucken wir uns jetzt gleich mal an, wie wir das machen können. Das ist das Bild von der letzten Woche. Rainer, nein, unter Short Setups verstehe ich nicht verkaufte Puts. Ja, ich bin kein Optionshändler. Man kann das machen, ohne Probleme. Ich kenne eine Menge Händler, die mit COT-Daten über Optionen arbeiten. Ja, aber für mich als Future Trader bedeutet Short Positionen tatsächlich, ich verkaufe einen oder mehrere Futures. Ja. Das ist der große Vorteil beim Future. Ich kann ohne Probleme sogenannte Leerverkäufe tätigen. Ja, das, was also im physischen Aktienmarkt manchmal eher schwierig ist, wenn man nicht den richtigen Broker dafür hat, ja, dann muss man ausweichen auf irgendwelche derivativen Produkte. Das ist im Future ganz, ganz einfach möglich. Na, wenn ich Long gehen will, dann drücke ich auf den Button Kaufen. Wenn ich Short gehen will, dann drücke ich auf den Button Verkaufen. Ja, und dann bin ich effektiv short. Das heißt, ich profitiere von fallenden Kursen und muss dann irgendwann diese Position quasi zurückkaufen. Ja. Im Amerikanischen nennt man das dann entweder to flatten oder to close out. Ja, und dann ist diese Short-Position eben wieder geschlossen. Ja. Okay, der Johannes fragt, welche Marktdaten ich da verwende. Ich bekomme meine Marktdaten für Futures vom IQ-Feed. IQ-Feed ist ein Datenfeed-Lieferant aus den USA, aber da kann man auch mit Lens und Partner, Taipan arbeiten oder so. Da gibt es verschiedene Varianten. Ja, da muss man ein bisschen gucken, was man denn haben möchte. Ja, also wenn da Fragen sind, einfach mal mir eine Mail schicken. Dann kann ich da auch gerne einen Kursdatenanbieter vermitteln, der dann zu den Bedürfnissen passt. Ja. Okay, also das hier ist jetzt das Bild vom Corn, was wir uns in der letzten Woche angeschaut haben. Für alle die, die in der letzten Woche nicht dabei waren, einmal ganz kurz wiederholt, diese rote Linie, dieser rote Oszillator, der hier unten läuft, das ist im Prinzip ein generierter Stochastik aus den Positionierungen der kommerziellen Trader, also aus den Positionierungen der Hedger, ja, der Commercials. Und der läuft hier eben zwischen 0 und 100, bedeutet am Ende nichts anderes, wenn der hier unten an der 0 steht, an dieser Stelle oder an dieser Stelle. Ja, ich zeichne das nochmal an. Ja, wenn der hier unten an der 0 steht, hier oder hier oder hier, dann heißt das, dass wir hier die größte Short-Ausrichtung der Commercials innerhalb der letzten 3 Jahre haben. Ja, deswegen steht hier eine 3, weil das immer verglichen ist über die letzten 3 Jahre. Das kann man über Nagina Trader alles einstellen, welche Zeitperiode man da anschauen will. Für ganz langfristige Trades hat sich irgendwie diese 3-Jahres-Variante etabliert. Ja, und wenn wir hier oben auf 100 stehen, dann heißt das, dass das die größte Long-Ausrichtung ist, also die größten Long-Hedges, die die Commercials innerhalb der letzten 3 Jahre offen hatten. Ja. Warum schauen wir uns das an? Naja, um so ein bisschen die Extreme zu erkennen. Ja, wenn wir uns jetzt einfach mal nur diese absoluten Extreme hier anschauen und dann mal gucken, was von diesem Zeitpunkt an im Markt passiert ist. Ja, hier sind wir deutlich runtergekommen, nachdem die Hedger ihre größte Short-Positionierung aufgebaut hatten. Ja, hier im Prinzip genau das Gleiche.
Wir sind deutlich runtergekommen im Preis, da wo die Hedger ganz klar short gehedged waren. Hier waren die extrem long ausgerichtet. Ja, an dieser Stelle hier schon. Was ist danach passiert? Wir haben wochenlang einen Squeeze gesehen und die Preise für Mais sind explodiert. Und pünktlich am Top, ja, was haben wir hier? Die größte Short-Ausrichtung der Hedger seit 3 Jahren. Und was passiert? Naja, die Preise brechen zusammen. Ja. Christine, da kommen wir gleich nochmal drauf, ja, wo du CUT-Daten buchen kannst. Du hast den großen Vorteil, weil du dir heute die Zeit genommen hast und mir hier beim Reden zuhörst, dass du das im Anschluss für eine begrenzte Zeit erstmal kostenlos bekommst. Da brauchst du das gar nicht bezahlen. Aber das zeige ich gleich nochmal. Da gehe ich nachher nochmal kurz drauf ein, wie ihr das am besten macht. Okay. So, das, was ich jetzt eben zeigen möchte, ist, wir haben uns beim letzten Mal in der letzten Woche diese ganzen Gelegenheiten immer dann, wenn wir in den Extrembereich gekommen sind, also unter die rote Signallinie oder über die grüne Signallinie, haben wir uns angeschaut, wie der Markt sich in den nächsten Wochen verhalten hat und haben über unsere Analyse, die wir da gemacht haben, festgestellt, dass wir hier zwei Situationen haben, wo die Einstiege nicht funktioniert hätten. Ja. Zumindest nicht mittelfristig, nur kurzfristig. Und das ist einmal dieser Bereich hier gewesen im Mai 2017 ungefähr. Ja, wenn man hier diesen Breakout an der Stelle vielleicht gekauft hätte, ich mache es nochmal ein bisschen kleiner, ja, hier vielleicht diesen Breakout gekauft, dann wäre man zwar innerhalb der Woche schön ins Plus gekommen, ja, aber normalerweise stellen wir, wenn wir in so einer langfristigen Einstellung hier arbeiten, stellen wir unsere Gewinne nicht nach ein, 2 Tagen glatt, sondern wollen für eine etwas größere Bewegung dabei sein. Da ist man dann hier wieder ausgestoppt worden. Und genau das Gleiche hier auf der Short-Seite nochmal. Ja, wenn man hier einen Short-Einstieg genommen hätte, wäre man spätestens hier oben wieder ausgestoppt worden. Das sind also die beiden Situationen, wo das nicht funktioniert hätte, dieses Signal. Ja, das haben wir in der letzten Woche so stehen gelassen. In dieser Woche erweitern wir das Ganze jetzt einfach mal kurz um diesen Saisonalitäten, um diesen Saisonalitäten-Indikator an. Ja, wir erweitern das Ganze also und versuchen jetzt unsere Setups hier nochmal zu verifizieren quasi. Ja, haben also gerade gesagt, wir haben hier zwei Setups, einmal Mai 17 und einmal hier März 18, wo das Ganze nicht funktioniert hätte. Die schauen wir uns jetzt noch mal kurz an. Mai 17 sind wir hier. Ja, das war ein Long Setup an dieser Stelle. Hier ist ein quasi ein Long Setup. Wir haben eine außergewöhnlich große ein außergewöhnliches, starkes Hedging-Verhalten zur Long-Seite. Aber wir sind hier kurz vor einem saisonalen Top. Ja, wir haben also die nächsten Wochen nicht mehr viel Chancen auf steigende Kurse im Mais, zumindest saisonal nicht. Ja, hier liegt der Vorteil eher auf der Short-Seite. Das wäre, wenn man das Ganze hier als Filter nutzen würde, wäre das ein Ausschlusskriterium. Ja, und hier an dieser Stelle, wo wir hier reingekommen sind in die extreme Short-Positionierung, ja, da sehen wir, wir haben den Vorteil saisonal eher, mach's mal anders, so, ja, eher noch auf der Long-Seite. Ja, da sollte erst deutlich später das Peak erreicht sein. Und jetzt haben wir ja gesehen, wir hatten hier zwei Signale relativ kurz hintereinander. Ja, das eine hier an dieser Stelle, wo wir aus dem Extrembereich rauskommen, das zweite hier an dieser Stelle, wo wir aus dem Extrembereich rauskommen. Schauen wir uns das Ganze mit den Saisonalitäten an. Beim ersten Signal haben wir gerade schon gesagt, ja, Vorteil eher noch auf der Long-Seite. Beim zweiten Signal, was hier auftaucht, ja, ganz klar, Vorteil eher auf der Short-Seite saisonal und damit die Bestätigung, die wir brauchen, um hier eine Short-Position aufzubauen und den Weg dann mitzunehmen. Ja, und so kann man sich das ein bisschen anschauen. Ja, jetzt haben wir ja gesagt, an der Stelle hier war der Vorteil eher auf der Long-Seite. Genau zum selben Zeitpunkt,
wo wir hier ein Short-Setup gekriegt haben, haben wir ein Jahr später ein Long-Setup. Ja, haben den Vorteil noch auf der Long-Seite, also kann das gehandelt werden. Dann haben wir hier ein Short-Setup, haben den Vorteil auf der Short-Seite, also kann das gehandelt werden. Ja, und so weiter. So kann man sich das Ganze anschauen. Da können wir uns gleich mal noch ein paar Beispiele angucken. Und jetzt sehen wir ja, haben wir hier relativ lange Phasen, ja, wo nichts kommt, wo keinerlei Signale entstehen, weil wir einfach nicht in diesen Extrembereich vordringen. Und da habe ich halt gestern, nicht gestern, sondern in der letzten Woche auch schon gezeigt, da kann man sich diesen Zeithorizont der Stochastik ein bisschen anpassen. Ja, und das, was ich sehr gerne verwende im Rohstoffbereich insbesondere und auch bei Währungen, ist ein halbes Jahr. Und da sehen wir schon auf den ersten Blick, ja, diese oszillierende Bewegung zwischen den Extremen, ja, die ist hier viel häufiger. Ja, wir laufen hier also wirklich schön in der Halbjahreseinstellung zwischen den Extremen hin und her. Und damit haben wir einen Vorteil. Wir kriegen eine höhere Handelsfrequenz. Wir kriegen also mehr Möglichkeiten, in den Märkten Positionen aufzubauen. Ja, jetzt haben wir ja gerade gesehen, auf 3 Jahre kriegen wir nicht ganz so viele Trade-Gelegenheiten. Wenn wir das Ganze dann noch mit den Saisonalitäten gegenprüfen, dann wären es noch weniger Trade-Gelegenheiten. Ja, und jetzt behelfen wir uns damit, dass wir die Extrempositionen auf einem niedrigeren Timeframe vergleichen, also mehr potenzielle Setups kriegen, dazu das Ganze jetzt aber mit den Saisonalitäten kombinieren. Ja, und dann haben wir hier wirklich gute, vielversprechende Trade-Setups. Ja, aber ganz wichtig, Setups, keine Trades, sondern nur potenzielle Setups. Ich habe ja eben schon gesagt, ihr könnt klassischerweise ohne Probleme den normalen Handelsansatz, den ihr für euer sonstiges Trading verwendet, auch im Rohstoffbereich verwenden. Jetzt müsst ihr euch mal kurz fragen, wie macht ihr das denn jetzt aktuell? Ja, wenn ihr Aktien handelt, wie entscheidet ihr denn, welche Aktie ihr kaufen wollt und welche Aktie ihr verkaufen wollt? Ja, das, was die meisten machen, ist ein trendfolgender Ansatz. Das heißt, ihr braucht eine Aktie, die in einem starken Aufwärtstrend ist, um zu kaufen, oder eine Aktie, die in einem Abwärtstrend ist, um zu verkaufen. Das ist auch die ganz klassische Variante, wie ich das auch mache. Aber gerade im Moment sind wir häufig in Situationen, wo wir gar nicht wirklich wissen, wie lange läuft denn dieser Trend noch weiter. Ja, wann twittert der Trump das nächste Mal? Wann twittern die Chinesen das nächste Mal? Ja, wann gibt es da vielleicht eine Information, dass dieser Trade-Deal Stufe 1, der ja angeblich heute Nacht schon wieder ganz kurz vor Abschluss stand, ja, man hat sich ja jetzt wohl auch schon geeinigt, die Zölle zum Teil komplett fallen zu lassen. Aber ich garantiere euch, wenn da die nächste Nachricht kommt von chinesischer Seite, dass es anscheinend doch nicht dazu kommt, ja, weil die Amerikaner sich wieder querstellen und vielleicht irgendwelche Absprachen nicht einhalten, dann fällt der Markt erstmal wieder ein paar Tage in sich zusammen. Ja, und wenn ihr dann tradet, dann werdet ihr aus den Positionen rausgeholt. Ja, ich weiß, wovon ich spreche, das ist mir in der letzten Zeit oft genug passiert. Na, und wir haben jetzt hier diesen quasi unbezahlbaren Vorteil, dass wir vom Markt über die Indikatoren, die wir uns hier anschauen, ganz klare Informationen kriegen, wann wir in welchem Markt lieber Käufer sein wollen und wann wir in welchem Markt lieber Verkäufer sein wollen. Und da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Ja, wenn wir eine extreme Long-Ausrichtung bei den Commercials haben und haben eine steigende Saisonalität, ja, dann bauen wir keine Short-Trades auf. Ja, dann werden nur Long-Trades umgesetzt. Ja. Und danach arbeite ich halt. Ja, und das funktioniert extrem gut. Ja, und der Ansatz, den ich euch hier zeige, ist ein Teil meines diskretionären Handelsansatzes. Wenn wir gleich mal in die Plattform gucken, dann können wir uns auch mal die automatisierten Geschichten anschauen. Also die Handelsansätze, die ganz klar, ganz strikt regelbasiert sind. Auch sowas gibt's. Da braucht man dann gar nichts mehr interpretieren. Ja, da folgt man dann nur noch den Pfeilen, die da erscheinen. Aber auch diese Pfeile, die da entstehen, die haben ja eine Entstehungsgeschichte, eine Entwicklungsgeschichte, und die ist ganz ähnlich zu dem,
was ich euch jetzt hier gerade erzähle. Ja, das ist noch ein bisschen erweitert und ein bisschen optimiert. Aber im Prinzip geht es genauso darum, bestimmte Grundregeln zu haben, denen wir da folgen. Okay. Ja, das, was wir hier auf dem Corn hatten, ja, das können wir uns auch auf allen möglichen anderen Märkten anschauen. Das hier ist einfach mal Soybeans. Ja, Soybeans ist auch so ein ganz, ganz typischer Agrarrohstoffmarkt, der sich extrem gut traden lässt, einfach weil er sehr liquide ist, weil er einen vernünftigen Tickwert hat. Ja, lässt sich also auch für viele private Händler umsetzen, in dem Bereich hier in Futures zu traden. Und da können wir uns jetzt auch einfach mal anschauen, wie das Ganze hier aussieht. Was hier ein ganz wichtiger Punkt ist, was man hier auch sehr schön sieht, das hatten wir jetzt auch in den letzten Wochen und letzten Monaten im Gold. Es gibt einfach Situationen im Markt, ja, wo die Preise steigen und steigen und steigen und steigen und wo es am Ende auch keinen interessiert, ob die Commercials hier gerade eine starke Short-Ausrichtung haben. Ja, das sind so ganz klassische Megatrends, Extremtrends und die überrollen alles andere. Ja, jetzt haben wir hier erstmal noch an der Stelle ja sowieso steigende Saisonalitäten. Ja, wir haben also hier noch ein paar Wochen oder sogar ein paar Monate, wo der Vorteil saisonal auf der Long-Seite liegt. Von daher würden dann hier auch noch gar keine Short-Trades ja, aufgenommen werden. Aber selbst von da an, wo wir hier eigentlich schon in die fallende Saisonalität laufen würden, da geht der Trend auch immer noch weiter. Und das sind dann diese typischen Situationen, wo die Positionierung hier sehr lange im Extrembereich bleibt. Das heißt am Ende auch nichts anderes, als dass die Short-Positionen hier weiter aufgebaut werden. Aber null ist null, tiefer geht's nicht. Wenn wir uns jetzt hier die Netto-Positionierung anschauen würden, dann würden wir sehen, dass sich die rote Linie weiter nach unten bewegt. Im Oszillator geht das aber nicht. Deswegen habe ich ja in der letzten Woche schon gesagt, ein erster Punkt, worauf man achten kann, ist, wann wir aus dieser Extrempositionierung wieder rauskommen, ja, oder uns eben hier das erste Mal nach oben bewegen. Das ist immer ein ganz guter Anhaltspunkt. Das ist nämlich hier genauso. Ja, und jetzt aktuell auch gerade wieder so bei Soybeans. Da sind wir längere Zeit im Extrem. Und das ist auch genau der Grund, weshalb ich gesagt habe, diese Geschichte CoT-Daten sind eben kein Timing-Tool. Ja, das ist keine Möglichkeit, einen genauen Einstieg zu verifizieren, sondern das ist eine Möglichkeit zu erkennen, wann eine Bewegung in die Gegenrichtung beginnen könnte. Ja, und dafür gehen wir dann eben auf unseren Tageschart. Und so wie hier die Wochencharts aussehen, dass wir hier einfach nur steigende Tiefs haben und steigende Hochs, da kommt man meistens im Tageschart gar nicht rein. Vielleicht haben wir hier eine Situation an der Stelle, na, wo man eine erste Position aufbauen würde und nochmal ausgestoppt wird. Aber das zweite Mal, wo wir reinkommen, ist tatsächlich erst hier an dieser Stelle. Ich wechsle mal die Farbe. Ja, das wäre wirklich erst hier an dieser Stelle. Dann mit dem Stop irgendwo oben und dann nehmen wir die Reise in die Abwärtsrichtung mit. Ja, deswegen ist es so wichtig, hier tatsächlich auf einen Trendwechsel zu warten, bevor man hier einsteigt. Ja, wenn man das Ganze diskretionär macht, dann wartet man auf einen Trendwechsel, bevor man seine Position eröffnet. Ja, damit wir eben uns solche Situationen hier ersparen, einfach irgendwo blind immer wieder reinzuschorten und jedes Mal wieder aus der Position rausgeholt zu werden. Und typischerweise ist die Reise dann zu Ende, wenn unsere Nerven aufgebraucht sind und wir nicht mehr mental in der Lage sind, das nächste Mal auf den Sell-Button zu drücken. Und dann schauen wir eben ohne Position zu, wie der ganze Weg hier wieder nach unten läuft und nehmen nichts davon mit. Ja. Nein, das ist nicht Gold. Ja, das sind die Soybeans. Aber wir haben im Gold eine ganz ähnliche Situation gehabt in diesem Jahr. Ich kann es gerade mal zeigen. So, ja, hier haben wir Gold. Und da sind wir schon sehr, sehr früh auf der kurzfristigen Ansicht hier in diese Extrempositionierungen reingekommen, waren aber saisonal noch bis hier mit dem Vorteil auf der Long-Seite. Ja, das sehen wir hier auch ganz gut.
Ja, ist ganz schön hier der saisonale Vorteil, wobei ich den beim Gold gar nicht so stark beachte. Gold ist dann wirklich was, was ich eher trendmäßig trade. Ja, ich habe es in meinem starren System hier auch tatsächlich zweimal oder sogar dreimal, glaube ich, versucht im kurzfristigen Handelsansatz auf Tagesbasis und es waren alles drei Verluste. Ja, das können wir uns auch gerne mal anschauen. Ich kann das mal gerade kurz reinholen. So. Kapitalentwicklung, ja, das sind die ganzen Trades, die seit Juni nach dem System gemacht worden sind. Und wenn wir uns hier die großen Verlierer anschauen, ja, was haben wir da? Gold, ja, als großer Verlierer. Was haben wir hier? Gold, ja, als großer Verlierer. Was haben wir hier? Gold als großer Verlierer. Ja, das sind hier die drei größten, eins, zwei, drei größten Verlusttrades. Die waren allesamt im Gold. Ja, und das hängt einfach damit zusammen, dass ich hier auf diesem Konto ein starres Handelssystem trade, dem das egal ist, was der Trend macht. Ja, wenn das Signal da ist, wird das Signal gehandelt. Nur dann kriegt man die Performance, die man eben auch über die letzten Jahre gekriegt hat. Und da habe ich jetzt eben in den letzten 5 Monaten tatsächlich das Pech gehabt, dass die drei Trades, die ich hier aufgebaut habe im Gold, dass mir die alle um die Ohren geflogen sind. Aber ihr seht hier QI, das ist der Mini-Kontrakt im Silber. Da ist aktuell noch eine Position offen, die ist bei 18,58 aufgebaut worden. Da sieht das Ganze nämlich ganz ähnlich aus. Silber, ja. Auch da haben wir einen sehr starken Trend gesehen. Und da kam dann der Trendwechsel. Ja, und den sieht man hier ganz gut auf dem Tagesschart. Ich gehe mal hier gerade auf Silber. Ja, hier ist der Einstieg. Ja, das ist der Einstieg. 18,58 bin ich rein. Und der Trade läuft eben noch, ja, weil der noch nicht ausgestoppt worden ist. Im Moment liegt der Stop hier oben bei Einstieg. Also plus minus null. Na, aber der Trade an sich ist inzwischen wieder sehr, sehr weit vorne. Der war schon mal sehr weit vorne, ist dann wieder eine ganze Ecke zurückgekommen. Und jetzt die letzten 2 Tage haben hier nochmal richtig reingehämmert. Wir sind hier aktuell auf ein neues Tief gerutscht. Ja, und der Trade ist sehr, sehr weit vorne. Ja. Aber solche Trades erwischt man eben nur dann, wenn man alle Signale nimmt. Ja, und auch die nimmt, bei denen man sich vielleicht nicht so gut fühlt. Und die gibt es dann halt auch mal auf die Mütze. Ja, hier ist noch ein Silbertrade. Auch der hat kräftig verloren. Ja, 1.700 € Verlust. Ja, auch Silber ist ein schwerer Kontrakt. Ja, also alles, was hier entstanden ist über die letzten 5 Monate im Gold und im Silber, hat Geld verloren, bis auf die Position, die jetzt läuft. Und wenn die Position, die jetzt läuft, noch ein paar Tage, Wochen so weitergeht wie bisher, dann hat die alles an Verlusten wieder reingeholt, was alle anderen Edelmetalle verursacht haben über die letzten 5 Monate. Und zusätzlich seht ihr ja, die anderen Trades, die hier gemacht worden sind, die sind gut gelaufen. Ja, die haben die Performance immer weiter nach vorne gebracht, obwohl die größten Risiken verloren worden sind. Ja, und trotzdem steht das Konto fast 19.000 € realisiert vorne in 5 Monaten. Das ist ein 100.000-Dollar-Konto, was hier getradet wird. Und ja, so sieht das Ganze aus. Ne? Und so funktioniert am Ende eine Performance und so funktioniert ein Handelssystem. Es gibt immer mal wieder einzelne Märkte, die einfach schlecht performen, ja, wo man auch mal kräftig draufkriegt. Hier 2.800 Maximum Risiko verloren. Ne? Und wenn ihr mal seht, wie groß die Risiken bei den anderen Trades sind, hier gab es mal ein sehr großes Risiko im Gold. Der Trade ist aber Break-Even ausgestoppt worden. Ja, sowas kann man dann auch einfach mal im Mini-Kontrakt umsetzen. Dann hat man nur das halbe Risiko. Ja, das habe ich ja jetzt bei dem Silber-Trade gemacht. Der ist im Mini-Kontrakt, damit er ein kleineres Risiko hat. Aber ihr seht, die meisten anderen Trades, die laufen hier so im Bereich um 1.000 € Risiko. Ja, und trotzdem läuft die Performance hier sauber nach oben, auch wenn ich ein bisschen Pech gehabt habe und die großen Dinger eigentlich alle um die Ohren gekriegt. Ja, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn die Großen dann auch noch laufen. Ich kann hier gerade mal den Filter reinholen und kann mir mal nur die Performance von Gold und Silber anschauen. Gold
und Silber. Ja, dann seht ihr, da sind 9.500 Euro verloren worden. Ja, wenn jetzt zwei von den Trades noch gelaufen wären, dann wären wir schon locker bei 30, 35, vielleicht sogar 40% Performance in 5 Monaten. So sind es halt nur 20, aber auch damit bin ich zufrieden. Ja. Okay. So, hole ich mir die Fragen wieder hier rein. Patrick fragt, was wäre aus Ihrer Sicht die optimale Depotgröße für den Handel mit Futures, wenn noch Aktienpositionen beigemischt werden? Ja, da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, dass ich habe das auf getrennten Konten, zumindest für die großen Positionen, dass ich da auch kontotechnisch gar nicht groß durcheinander komme. Aber ich sag mal, wenn man alles traden möchte im Future, also inklusive Öl im großen Kontrakt, Gold im großen Kontrakt, Silber im großen Kontrakt, dann brauchen wir ein Hunderttausender Konto. Wenn wir umsteigen auf Mini-Kontrakte im Gold und Mini im Öl und ansonsten uns an Märkte halten, die vielleicht nicht so große Tickwerte haben, wie zum Beispiel Zucker, Mais, Sojabohnen, Weizen, Kakao, ja, Kaffee auf dem Tagesschart lässt sich auch gut traden. Ja, da kommen wir so in Risikogrößen. Da können wir mit einem 40.000er, 50.000er Konto anfangen zu traden, für den Future-Bereich. Ja. Darunter muss man entweder eine sehr feine Auswahl treffen. Ja, da fallen dann vielleicht die Hälfte der Märkte weg. Also man kann solche Strategien auch im 20.000er Konto umsetzen. Aber dann kann man eben nicht mehr alles traden. Ja, dann kann man eben die Mini-Kontrakte handeln, und vielleicht noch ein Mais, ja, und noch ein Zucker. Und das war es dann aber eigentlich auch schon. Viel mehr bleibt dann nicht. Ja. Aber das geht schon. Ja, Rainer, klar hätte ich die Verlusttrades bei den Futures rollen können, aber die rolle ich auch, wenn sie lange genug gehalten werden. Aber ich habe ein ganz klares Stop-Management. Ja, ich habe tatsächlich für jeden Trade, den ich aufbaue, ein ganz klares Stop-Management, wo die Reise zu Ende ist. Und das sitze ich auch nicht aus. Ja, also ich bin nicht der Typ, der sagt, hey, ich habe hier eine Extrempositionierung bei den Commercials. Ich baue jetzt einfach eine Position auf und lasse die laufen, egal was da kommt. Das widerspricht nicht nur meiner Handelsideologie, sondern das ist auch bei Kundenkonten im Management ist das rein rechtlich überhaupt nicht möglich. Da muss man vorher ein klar definiertes Risiko haben und hat auch ein ganz klares Risikomanagement, an dem man sich zu orientieren hat. Und genauso ist es bei mir in meinem Handel eben auch. Ja, ich habe eine maximale Prozentgrenze pro Trade, die ich riskiere und mehr nicht. Und entweder ich kann das umsetzen und muss dann vielleicht auch mal auf einen Minikontrakt ausweichen, oder wenn das Risiko tatsächlich zu groß sein sollte, dann muss ich einen Trade halt mal auslassen. Ja, auch das gibt's. Ja. Aber alle Positionen, die ich am Markt habe, sind von Beginn an sofort mit einem Stop versehen. Und deswegen sage ich ja auch, nicht CUT-Daten ist das Timing-Tool, sondern das, was ihr da nutzt. Und ich arbeite gerne mit Markttechnik, ich arbeite gerne mit kurzfristigen Breakouts, die dann in die neue Richtung gehen. Und da weiß ich dann auch immer, wo die Linie im Sand ist, ja, wenn ich falsch liege, wann die Position aufgelöst wird. Also ich liege auch tatsächlich gelegentlich falsch. Ja. Ich habe hier bei den Trades, die hier bislang gelaufen sind, seit Juni eine Trefferquote von 60%. Ja, das heißt, 4 von 10 Trades kriege ich um die Ohren. Und das weiß ich schon, bevor ich die Positionen eröffne. Ja. So, warum ist das Ganze hier im Juni gestartet? Weil in meinem letzten Ausbildungsprogramm die Präsenzphase Ende Mai zu Ende war. Und wir haben dann im Juni hier mit diesem Konto begonnen. Ja, das ist also das, was hier getradet worden ist, seit dem letzten quasi Seminar im COT-Bereich, ja, bis heute. Deswegen ist das ein relativ kurzer Timeframe. Mario, ja klar, ja, im Masterclass gehe ich genau auf die Regeln drauf ein. Also da kriegt ihr sowohl für die diskretionären Trades, kriegt ihr meine Einstiegsmethoden an die Hand gegeben, wo also genau festgelegt ist,
wann man die Einstiege in die diskretionären Trades nimmt. Und ihr kriegt natürlich auch die kompletten Regeln von den Strategien, die hier drin sind, ja, die zum Beispiel dieses Signal hier generiert haben. Na, das sind also Strategien, die laufen auf dem Wochenchart, auf dem Tageschart, und das hier ist eine Strategie, die läuft auf dem Wochenchart, ja, und da kriegt ihr natürlich auch das genaue Regelwerk, wie diese Trades entstehen. Ne, dass ihr das entweder selber für euch irgendwie nutzen könnt oder ihr nutzt das in Kombination mit dem Masterclass Add-on. Da gibt es ja auch direkt ein Add-on für einen Agena Trader, wo diese ganzen Arbeitsplätze auch voreingerichtet sind und wo auch die Setups hinterlegt sind. Ja, das soll jetzt hier aber kein Sales-Pitch sein. Ich möchte nicht dieses Add-on verkaufen. Das mache ich auch gar nicht gerne, weil das den Tradern, die nicht bei mir im Ausbildungsprogramm waren, nicht so viel bringt. Ja, aber die, die bei mir im Ausbildungsprogramm waren, die können damit perfekt arbeiten. Ja. Okay. So, wie weit sind wir denn hier in unserer Präsi? Wir haben ja schon wieder überzogen. Ja, im Prinzip bin ich mit dem durch, was ich da zeigen wollte. Masterclass nochmal ganz kurz. Wenn euch das hier interessiert und ihr das Ganze ein bisschen vertiefen wollt, das beginnt am 23.11. in den Räumlichkeiten von CapTrader sogar in Düsseldorf. Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Büro. Kann man toll arbeiten. Da sitzen wir dann in einer kleinen Runde zusammen und machen 3 Tage Präsenzschulung und danach geht es dann eben weiter in einem 3-monatigen, ja, ich nenne es mal begleiteten, betreuten Trading-Programm, wo dann eben diese ganzen Trades, so wie ihr das gerade gesehen habt, diese 60 Trades, die da bisher stattgefunden haben in den 5 Monaten, das heißt, das sind so 10 bis 12 Trades pro Monat, wenn man alle umsetzt, dass wir die eben ja, eng monitoren, dass wirklich alle auf dem gleichen Stand sind, dass jeder nachher auch das Gleiche sieht. Mir geht es einfach darum, dass ihr in den Tagen, wo wir da zusammensitzen, lernt, wie ich an den Märkten arbeite und damit einfach auch die Möglichkeit habt, am Ende wirklich identische Trades zu machen und dadurch auch die gleiche Performance zu erzielen. Ja, und die Trades, die ich gezeigt habe eben in der Equity-Kurve, das sind also alles Trades, die genauso, wie ich euch das hier gerade gezeigt habe, ja, auf den Charts auch auftauchen bei jedem, zumindest bei jedem, der den gleichen Datenfeed hat und so dann auch nach dem festen Regelwerk, was damit geschult wird, wirklich 1:1 umgesetzt werden können. Ja. So, ich pack mal kurz den Link hier rein. Das ist hier im Bereich Ausbildung, findet ihr das oben, Masterclass. Ich kopiere das einmal raus und packe euch das kurz in den Chat. So, ja, das ist also der Link, der euch dazu den weiteren Infos führt. Und ihr habt jetzt also die Möglichkeit, aufgrund dieses Webinars, dass ihr sowohl das COT Report Add-on, also das Institutional Add-on für den COT Report, als auch das Seasonality Institutional Add-on für die Saisonalitäten wirklich für 2 Monate testen könnt. Ihr könnt euch das alles mal anschauen, was es da gibt. Da gibt es ja auch voreingestellte Arbeitsplätze. Ihr habt diese ganzen Indikatoren hier drin. Ja, könnt euch die verschiedenen Oszillatoren anschauen, könnt euch die Netto-Positionierungen anschauen, von den Commercials, von den großen Hedgern und so weiter. Und ihr werdet sehen, da werdet ihr schon anhand der Grafiken, die ihr hier angezeigt kriegt, werdet ihr schon sehen, wie schön das Ganze geeignet ist, um tatsächlich längerfristige Wendepunkte zu erkennen. Ja, nachdem Silber hier runtergekommen ist, 2018, so bis September 2018, haben wir hier eine absolute Long-Ausrichtung der Commercials gehabt. Wir waren zum ersten Mal überhaupt seit Bestehen der COT-Daten, seit den 70er Jahren, haben die Commercials hier eine Netto
Long-Ausrichtung gehabt. Ja, ich habe die ganzen Jahre vorher, wenn ich eine Analyse gemacht habe auf Silber, habe ich immer gesagt, wenn ihr irgendwann das mal sehen solltet, dass Commercials im Silber in eine Netto-Long-Positionierung reingehen, dann kauft Silber, was das Zeug hält. Ja, das gab es noch nie. Das sind absolute Ausnahmesituationen. Das haben wir hier einmal gehabt. Danach gab es hier einen mehrmonatigen Anstieg. Dann haben wir es hier noch ein zweites Mal gehabt mit der ganz, ganz leichten Long-Positionierung. Ja, da sind wir auf 1100 Kontrakte netto long gekommen. Und das war genau am Tief. Ja, wirklich genau am Tief. Was ist danach passiert? Ja, Silber ist hier explodiert. Das sind hier 27.000 Dollar pro Kontrakt, die Bewegung, die hier gelaufen ist. 27.000 Dollar pro Kontrakt. Und das war ganz klar erkennbar, der Start hier aufgrund der extremen Long-Ausrichtung der Commercials. Ja, wenn wir dann noch auf die Seasonals schauen, dann sehen wir, saisonal sollte das Hoch hier so Ende August liegen. Wo war das Hoch? Ende August. Ja, Silber ist ein Markt, der sehr viel, sehr breit getradet wird. Und kaum einer weiß wirklich mit diesen Rieseninformationen, die wir hier kriegen, vernünftig umzugehen und wirklich aus den großen Moves auch mal zu profitieren. Ja. Das könnt ihr euch alles mal anschauen. Ja, auch Open Interest, ne, wie sich das Open Interest verhält in den bestimmten Situationen. Ja, wann ist das Open Interest hoch, wann ist das Open Interest gering und so weiter. Ja, da könnt ihr für die ganzen Rohstoffmärkte, für die Währungsmärkte, für alles könnt ihr euch das anschauen. Ich kann euch echt nur empfehlen, nutzt das. Ja, wer keinen Agena Trader hat, aber ein befülltes CapTrader-Konto, ein Live-Konto bei CapTrader, der hat inzwischen auch die Möglichkeit, über CapTrader einen Agena Trader kostenlos zu bekommen, über die Mercury-Version. Da müsstet ihr einfach mal direkt bei CapTrader anfragen, was es da für Bedingungen gibt. Das ist aber nicht mehr viel oder sogar gar nichts mehr. Und ja, Mario, ich würde sagen, dass wir machen den Start noch so eine Woche. Wer das innerhalb der nächsten Woche macht, der kriegt das für 2 Monate. Da solltet ihr euch dann auch schon irgendwann entscheiden. Ihr braucht einfach nur eine Mail schicken an meine E-Mail-Adresse info@daytradingcoach.de, macht ein Stichwort COT-Test. Was ich eben immer brauche, ist dann eure E-Mail-Adresse. Ich gebe das Ganze weiter an die Sales-Abteilung von Agena Trader, gebe denen Bescheid und die erstellen euch dann einen Lizenzkey, der eben 2 Monate gültig ist und dann könnt ihr das Ganze 2 Monate verwenden. Ja, normalerweise habt ihr, wenn überhaupt, nur die Möglichkeit, das 2 Wochen zu testen. Finde ich persönlich eben gerade im COT-Bereich, weil wir uns da überwiegend auf dem Wochenchart aufhalten, ein bisschen dünn. Deswegen habe ich mit den Jungs geredet und habe das für euch daraus gehandelt, dass ihr das 8 Wochen hier testen könnt. Ja. Nein, Christine, das geht nicht nur mit Andromeda, das geht auch mit der kostenlosen Variante, soweit ich das weiß. Ja. So, Patrick, wenn du nur am 25. nicht kannst, meinst du? Das kriegen wir sicherlich hin. Also wenn du nur 2 Tage von 3 da sein kannst, das kriegen wir bestimmt hin. Ja, dass man den Rest dann irgendwie nachholt. Na, das sollte nicht das Problem sein. So, was haben wir noch? Mario, ja, ich freue mich auch schon drauf. Okay, ja, Patrick, am besten du schickst mir da einfach noch meine E-Mail. Dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir gar nichts mehr weiter. Da sind wir fertig für heute. Wir wollten noch mal ganz kurz 2, 3 Märkte anschauen, glaube ich. Also für die, die es jetzt nicht mehr interessiert. Wir sind mit dem Pflichtteil durch. Aber was hatten wir hier noch? Sugar, Canadian Dollar. Ja, da schauen wir wenigstens noch mal kurz vielleicht in den Sugar, weil es wirklich gerade interessant ist. So, wir haben jetzt hier den Zuckerchart. Ja, sehen jetzt erstmal saisonal haben wir hier so bis Ende Januar noch einen leichten Vorteil auf der Long-Seite. Ja, der ist nicht super gigantisch, aber wir haben hier zumindest ab Ende November nochmal einen Long-Bias saisonal. Was aber viel interessanter ist, wir sind hier an einem absoluten Extrem.
in der Nettopositionierung. Ja, und wenn wir hier die ganzen Jahre zurückfahren, ich lege mal hier oben einfach jetzt die Linie an, ja, dann seht ihr, das ist der höchste Punkt, wo die rote Linie hier jemals war. Und auf der Unterseite, das hier sind die großen Spekulanten, die sind short wie noch nie im Sugar. Ja. Da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Ich habe das schon ein paar Mal gezeigt. Ich zeige es gerne nochmal. Da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen, einfach weil diese Extrempositionierung sich im Laufe der Zeit so ein bisschen auffächern nach oben. Ja, 2003 war dieser Bereich hier Extrempositionierung. Der hat dann auch wirklich ein paar Jahre gehalten. So, und hier jetzt seit 2017 steigt das Ganze sukzessive ein bisschen weiter an. Ja, das haben wir in ganz vielen Rohstoffen so, dass die Extrempositionierungen sich ein bisschen auseinanderfächern. Das hängt damit zusammen, dass einfach immer mehr Geld im Umlauf ist. Ja, wir haben da auch ganz viel so große Rohstofffonds und auch diese Rohstoff-ETFs, die da mit im Spiel sind. Es fließt viel, viel Geld in diese Art von Fonds und von daher ist natürlich auch immer mehr Geld im Umlauf. Na, und das muss irgendwo untergebracht werden und dadurch erhöhen sich auch die Positionierungen. Aber nichtsdestotrotz sind wir hier in einem Extrembereich. Wir schauen es uns jetzt gerade mal an hier über 3 Jahre. Ja, da sehen wir, wie lange wir hier schon eben immer wieder in diesen Extrembereich reingehen. Und jetzt schauen wir es uns nochmal auf ein halbes Jahr an. Na, und da sehen wir, das oszilliert halt einfach viel schneller. Wir sind aber momentan in einem Extrembereich auf 3 Jahre, sind in einem Extrembereich auf einem halben Jahr und haben einen saisonalen Vorteil auf der Long-Seite. Und deswegen ist meiner Meinung nach Sugar ein Markt, der ready to move ist zur Oberseite. Na, das ist der jetzt aber schon relativ lange. Na, und wir sehen, dass der eigentlich die ganze Zeit hier nur seitwärts dümpelt, da nicht wirklich Druck drauf kommt. Und schon alleine deswegen ist es einfach wichtig, ein schönes Einstiegssetup zu haben und zu schauen, wann diese Trades für einen interessant werden. Ich hatte hier an dieser Situation schon eine erste Long-Position aufgebaut, die habe ich wieder verloren, ja, 2 Wochen später. Und seitdem warte ich hier einfach, ja, weil sich noch nichts ergeben hat, wieder klar auf die Long-Seite, um da die Seite zu wechseln oder um überhaupt eben hier eine Long-Position aufzubauen. Aber Sugar ist ein Markt, der ready ist. Ja. Und deswegen warten wir da einfach drauf. Nehmen wir noch ein Beispiel aus den Währungen. Da hatten wir hier Canadian Dollar, hatte jemand geschrieben. Ja, Canadian Dollar haben wir es hier sehr schön auf 6 Monate. Sehen wir, sind wir in einem Extrembereich. Und saisonal sind wir hier ganz klar bis Dezember rein noch abwärts gerichtet. Ja. Hier hat auch die Abwärtsbewegung schon angefangen. Wenn wir da mal in den Tageschart gehen, ja, dann sehen wir hier das erste Momentum, den ersten Move, haben jetzt hier einen Retrace. Und wenn wir hier wieder runterkommen, unter die Tiefs gehen, dann haben wir auch auf dem Tageschart hier einen intakten Abwärtstrend. Ja, wenn wir den ganz langen hier nehmen, sind wir so ein bisschen seitwärts ausgerichtet noch. Ja, aber hier könnte man jetzt einfach schauen, wann kriegt man hier die ersten Setups, die ersten Signale. Ich zeige euch mal, wie es bei meinem System auf dem Tageschart aussieht. Ja, das ist das System auf dem Tageschart. Was haben wir hier? Ja, ein Short Setup. Okay. Das ist also die eine Strategie, die auch auf dem Seminar gezeigt wird. Und ich sage es mal ganz kurz, ja, Einstieg wäre hier unter diesem Tagestief der Kerze, die das Signal gegeben hat, Stop oben drüber. Na, und dann gibt es verschiedene Varianten, das zu managen. Entweder man nimmt das einfache Risiko mit, dann wäre man am selben Tag wieder raus, oder man versucht, das laufen zu lassen und baut eine Trendfolge auf. Ja, aber da haben wir hier auch die ganze Zeit kein Long Setup gehabt. Wir haben hier ein Short, hatten hier ein Short, was nicht ausgeführt worden ist, weil der Kurs nicht am nächsten Tag hier drunter gerutscht ist. Und hier hatten wir ein Short, der super gut funktioniert hat. Ja, und ich gehe davon aus, dass wir hier eine ähnliche Bewegung wiedersehen, weil das eben sich auch auf der Woche wiederfindet. Na, und das nächste größere Support-Level, das liegt hier so bei 0,7520. Na, das wäre so das nächste Ziel. Also so sieht das Ganze aus.
Ja, Rainer, das kann ich gar nicht genau sagen, wie lange ich die halte. Das hängt einfach davon ab, wie gut mein Einstieg war. Das heißt, wenn ich im Trend drin bin und möchte das Trend folgend haben, dann lasse ich auch gerne mal laufen. Und bei denen, wo ich laufen lasse, lasse ich mich dann auch tatsächlich ausstoppen. Da habe ich ein bestimmtes System, wie die Stops hinterhergezogen werden. Und dann werde ich aus der Position rausgeholt, wenn das Retracement groß genug ist, um meinen Stop zu holen und vorher nicht. Ja. Deswegen kann ich das ganz schlecht sagen. Es gibt Positionen, da bin ich nach 3 Tagen wieder raus. Ich habe jetzt gerade eine Position gehabt im Dollarindex. Da war ich am selben Tag wieder raus. Ja, hier war der Einstieg, da oben war der Exit. Na, das Ding war ein Tag und dann war die Nummer erledigt. So, aber das weiß ich halt vorher nicht. Es gibt auch genauso Trades, die ich jetzt vielleicht schon das zweite Mal rolle, weil ich da schon seit 4 Monaten drin bin. Ja. Von daher muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein mit genauen Daten. Ich kann das immer über meine Tagebücher kann ich das ganz gut sagen. Ja, hier sehen wir das. Durchschnittliche Haltedauer liegt im Moment so bei 11 Tagen bei den Trades, die ich hier insgesamt aufgebaut habe. Bei diesen 60 Trades liegt die durchschnittliche Haltedauer bei 11 Tagen. Okay? Ja, Mercury-Version ist für diesen Handelsansatz auf jeden Fall ausreichend. Was kostet das Tool Add-on nach den 2 Monaten Testphase? Unterschiedlich. Es gibt die Möglichkeit, das zu mieten. Da weiß ich gar nicht genau, was es kostet. Wenn man die Vollversion kauft, ist man, glaube ich, mit einmalig 1.000 € ungefähr dabei. 1.100 € oder so kostet das CUT Add-on. Macht auf den ersten Blick immer den Eindruck von einem großen Preis. Allerdings kann ich euch sagen, ich habe die ersten 10 Jahre ungefähr, wo ich mit CUT-Daten gearbeitet habe, bevor es das im Margina Trader gab, ungefähr $120 im Monat bezahlt, nur dafür, dass mir die Daten da reingespielt werden. Ja. Von daher ist das ein faires Angebot, wie ich finde, als One-Time-Payment. Und dann kriegt ihr wirklich alles. Ihr kriegt die Legacy-Daten, ihr kriegt die Disaggregated, ihr kriegt die Traders in Financial Futures, ihr könnt alle möglichen Indikatoren darauf anwenden. Ihr könnt das also auch ohne Probleme alles in der Art weiterverarbeiten, wie ihr das wollt. Ja. So, Johannes, ja, auch wenn du einen Agena Trader von CapTrader hast, musst du eine Lizenz anfordern. Ja, weil du musst dann im Agena Trader das Add-on installieren und den Lizenzkey eintragen. Gut. Okay. Genau, ja, Johannes, das ist richtig. Der Datenfeed ist extra. Na, wenn ihr das in der günstigsten Variante haben wollt, dann ist das von Taipan, Lenz und Partner. Ich glaube, da kostet der Basisfeed für den Agena Trader kostet 35 € im Monat. Und da habt ihr diese ganzen Futures schon mit bei 15 Minuten verzögert. Die sind dann eben nicht Realtime, die sind 15 Minuten verzögert. Das ist aber für ein CUT-Trading absolut ausreichend. Ja, da braucht ihr keine Realtime-Daten. Okay, gut, ich glaube, ich habe tatsächlich sogar alle Fragen beantwortet, die aufgekommen sind. Wir haben jetzt 19:22 Uhr. Ich glaube, ich habe einen neuen Rekord aufgestellt im Überziehen. Aber mir ist es halt einfach wichtiger, wirklich die Inhalte zu transportieren, als einen pünktlichen Feierabend zu haben. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was an Informationen rausholen. Es würde mich sehr freuen, den einen oder anderen von euch vielleicht auf der World of Trading zu sehen. Da bin ich auch am CapTrader-Stand mit dem Vortrag am Samstag. Ich gucke mal gerade kurz nach der Uhrzeit. Um 11:30 Uhr bei CapTrader. Ansonsten bin ich am Freitag und am Samstag um 14 Uhr in der Traders Lounge auf der Bühne und erzähle da auch noch mal ein bisschen was über CUT-Daten. Also da bin ich dann auch hinterher eben noch in der Lounge zum Quatschen. Wenn ihr da noch irgendwas wissen wollt oder direkte Fragen habt, so dann könnt ihr auch da gerne auf mich zukommen. Ansonsten steht hier meine E-Mail-Adresse. Auch da könnt ihr mich gerne kontaktieren. Und sofern ich kann, helfe ich dann auch gerne. Frank, Thema bei CapTrader. Oh Gott, da muss ich mal gerade überlegen. Den Vortrag habe ich noch gar nicht vorbereitet.
aber ich glaube, es geht um Aktientrading bei CapTrader. Jo, Mario, schön, dass es dir gefallen hat. Super. Dann bedanke ich mich auch noch mal ganz recht herzlich bei euch allen für die Aufmerksamkeit, dafür, dass ihr so lange durchgehalten habt. Nochmals bei CapTrader für die Möglichkeit, hier was zu sagen. Der Mauro, der ist wahrscheinlich entweder schon eingeschlafen oder ist schon Ich zu höre Hause. gespannt, ich höre gespannt Ah, zu, da ist Martin. er. Okay, alles klar. Ja, super, dann überlasse ich dir die Ehre der letzten Worte, verabschiede mich hiermit und sag bye bye, bis zum nächsten Mal. Perfekt, super. Vielen Dank auch an dich, Martin, für das ausführliche Webinar. Und das Überziehen ist überhaupt kein Problem. Gerne wieder. Ja, ich freue mich jetzt auf die WOT mit dir zusammen und dann natürlich auch auf die Masterclass bei uns im Hause. Ja, und den anderen allen einen schönen Abend und vielleicht sehen wir uns ja auf der WOT wieder, wenn sie da sind. Ja, machen Sie es gut. Tschüss. Super, ciao.